Moin Leute, oder wie man hier in Vietnam sagt, Xin Chào. Und ja, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch in Hanoi bzw. Vietnam fortbewegen könnt. Falls irgendjemand von euch mal hierhin will, wenn es euch interessiert, dann bleibt gerne dran. Und ja, los geht's. Wenn ihr nach Hanoi geht und euch da fortbewegen wollt, habt ihr zwei Möglichkeiten, den Bus, das Taxi und eigentlich auch eine dritte Möglichkeit, nämlich die Metro. Aber warum das nicht eigentlich nicht zählt, erzähle ich euch im nächsten Video. Die erste Möglichkeit ist das Taxi. Und ja, das Taxi hat eigentlich hier in Vietnam durchaus viele Vorteile, denn es ist im Vergleich zu Deutschland eigentlich ziemlich günstig. Für eine Strecke von 5,7 Kilometer etwa habe ich 96.000 vietnamesische Dong bezahlt. Das sind umgerechnet etwa Stand 2024 3,52 Euro. In Deutschland wäre im Vergleich zu einer ähnlichen Strecke würde das etwa 26,20 Euro kosten. Also ja, deutlich günstiger, würde ich sagen. Zudem ist es viel komfortabler. Ihr müsst nicht mal umsteigen oder so. Und ja, was dagegen allerdings spricht, ist, dass wenn ihr einzeln unterwegs seid, es im Vergleich zum Bus teurer ist. Und oft auch Apps nötig sind, um ein Taxi zu rufen, um gegebenenfalls Scams zu vermeiden. Kommen wir nun zur zweiten Möglichkeit, nämlich dem Bus. So sieht so eine Bushaltestelle hier in Hanoi aus und so ungefähr ein Bus. Was ist denn ein Vorteil am Bus? Die Fahrten sind auch hier wie im Vergleich zu Deutschland sehr günstig, denn eine Fahrt kostet nur 7.000 bis 9.000 vietnamesische Dong. Das sind 26 Cent bis 33 Cent. Also ja, ihr könnt mit zwei Pfandflaschen eigentlich Bus fahren. Außerdem sind diese Busse nicht nach westlichen Standards, wie ihr sehen könnt. Der Fahrer macht die Tür nicht mal richtig zu und fährt einfach los. Es ist also ziemlich gut für Menschen, die Vietnam wirklich erleben wollen. Aus der Sicht eines Vietnamesen, könnte man sagen. Jedoch hat der Bus sehr viele Nachteile. Erster Punkt, halt keine westlichen Standards, heißt, es ist nicht sehr touristenfreundlich, würde ich mal sagen. Es gibt keinen ordentlichen Fahrplan. Außerdem kann es bei Gruppen teurer sein, da es auch kein richtiges Tarifsystem gibt, heißt keine Gruppenkarten. Wo wir bei westlichen Standards sind, da sind diese grünen E-Busse ausgenommen. Die sind eigentlich ziemlich nach westlichen Standards. Und außerdem gibt es teils sehr lange Umstiegswege. Was würde ich denn persönlich empfehlen? Na, es kommt darauf an, wenn ihr eher Leute seid, die ziemlich komfortabel unterwegs sein wollen oder auch in Gruppen, dann würde ich eher das Taxi empfehlen. Wenn man allerdings, das müsst ihr auch von Maps beispielsweise recherchieren, eine eigentlich kurze Strecke mit vielleicht einem kurzen Umstieg fahren wollt, dann könnt ihr auch gerne eigentlich den Bus nehmen. Ist eigentlich auch ziemlich günstig. Zwei Fahrten, also einmal umsteigen, kostet dann halt auch nur 14.000 bis 18.000 und so. Unterschied ist das eigentlich auch nicht. Ansonsten, ja, es kommt darauf an, was genau ihr aus eurer Reise mitnehmen wollt. Und ja, überlegt euch das gerne einfach mal. Und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video etwas weiterhelfen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt ihr in die Kommentare.
Und auch gerne Feedback, denn das ist das erste Video, was ich, erste Tutorial-Video mäßig, was ich mache. Deswegen danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.